ein abwechslungsreicher Tag. Wollt ihr dazu hingehen und anfangen, den scheiß Klimaaktivisten? Das würde ich jetzt nicht sagen, weil ich das muss ich rausschneiden. Aber ich würde so einen stinkenden Hering hinlegen oder sowas. Vielen Dank. Ich bin gerne Olli. Vielleicht dazu mal was für den Umweltschutz und nicht mithelfen, die Steuern zu erhöhen. Das hilft nichts, was es da tat. Geht's in den Wald Müll sammeln? Dumme Menschen gibt's auf der Welt, das hat's mir jetzt wieder bewiesen. Flut soll alles hinwegräumen. Was? Dann soll es doch gleich schon drüber gehen, wenn sie sich schon auf die scheiß Boden bitten wollen. Ey, ich krieg da so ein Häuser einfach nur. Da merkt man einfach nur, die letzten Gehirnzellen der Menschen gehen da wieder weg. Wie wär's, wenn ihr was für den Umweltschutz baden? Na, das ist nicht, ist das zu besorgen, dass die Steuern erhöht werden. Das jucken die Reichen nicht, die Hauptschuldigen der Umweltschünden sind. Sie denen meinen Verstand einbläuen, hä? Eine Nervenklinik braucht er. Und was für Strafe kriegt der? Dieselbe, was ich gekriegt habe? Oder muss man noch andere Wörter für euch einfallen lassen? So viel mal wieder dazu, gell? Wie wir die Leute damals gesagt haben, da wären 800.000 Bahn niedergeholt für Oberleitung durchs Gebirg, haben sie die nicht blicken lassen. Die Antwort war, sie wollen sie global einsetzen, als wenn Salzburg nicht zur globalen Umweltsache dazugehören würde. Ich hab's eh schon erwähnt, habt ihr eh gehört. Damit werden nur Steuern erhöht, damit sie in der Umwelt geschützt werden, oder was? Ja, somit sind wir jetzt zu spät. Solche Vollidioten einfach. Ah! Oh, ich hasse Klimakleber! Kennt ihr euch an einem Baum oder macht sonst irgendwas? Aber nicht so eine Dreckscheiße! Wir merken, wir brauchen es jetzt nicht machen. Das sind jetzt, glaube ich, nicht notwendig. Haben wir jetzt noch Meinungsfreiheit? Natürlich. Ja, warum soll ich dann keine Bemerkung machen, die auf die der Meinungsfreiheit geht? Ja, aber denke ich auch nicht richtig. Er war ganz sicher auch noch. Dass jemand die mir habt ihr es zwei Monate eingesperrt, also immer dafür eingesetzt, dass es nicht zwangsgeimpft wird, ja? Da haben wir noch ganz andere.